liebe Leute, und willkommen zurück hier bei Anno 2070 mit Sascha. Halli, hallo. Und Christy, aka Christoph. Dach. Dach. Ja. Ja. Doch, doch. Dach. Die letzte Folge, die wir quasi aufgenommen und Anno gespielt haben, ist schon ein wenig her. Das heißt, wir müssen das vielleicht ein wenig. 2 Wochen, 3 Wochen. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal wieder einfinden. Wir haben endlich mal wieder Zeit, alle drei an einem wunderschönen Sonntagnachmittag ein Ründchen Anno zu daddeln. Oh ja. Ja, schönes Wetter draußen, was machen wir? Ja, erstmal Anno spielen. Sonne, 10 Grad, Anno spielen. So, Mission starten. Das ist kein schlechtes Wetter für Gaming, ne? So, Mission starten. Alles klar. Okay. Ui, jetzt was muss ich jetzt machen? Genau, das überlege ich auch gerade. Ich weiß, ich hätte einfach mal in die letzte Folge reingucken müssen. Das wäre. Ja. Ich habe jetzt das aufgenommen. Das wäre clever gewesen, richtig. Oh Gott, jetzt erstmal alles umbauen. Alles umbauen. Christoph weiß also noch, was er zu tun hat. Ja. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich groß Mist gebastelt habe. Warum habe ich hier ein Stadtzentrum stehen? Ah, ich weiß, genau. Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Krankenhaus hatte ich noch gebaut, glaube ich, ne? Ja. Nee, das ist die Feuerwehr. Casino. Krankenhaus, da. Und da ist ein zweites Krankenhaus. Genau, alles klar. Ja, wunderbar. Ich wollte die Techs ansiedeln, da sind sie doch. Your drinks. So, die Techs langsam mal ansiedeln. Ach, die Techs, ja. Genau, so. Dafür brauche ich dann erstmal ein paar Straßen. Ah, genau, das. Straßen. So, die Techs haben ihre eigene Produktion gestoppt. Ach, scheiße, ich habe kein Glas hier. Unterwassergebäude, Spezialgebäude, Ziergebäude. Handelsrouten. Ja, ich glaube, auch teure Straßen brauchen wir hier gar nicht. Da reichen normale Straßen, das ist ja nur eine Siedlung. Aha, Bullshit. Was braucht ihr denn alles eigentlich so? Ich brauche erstmal ein Frachtschiff. Ich glaube, ich habe Scheiße drauf losgebaut. Ich reiß die Kacke nochmal ab, warte. Ich baue immer lieber längs als quer. Nein! Ach Gott, das war das Falsche. Da habe ich doch nicht drauf geklickt, Mensch. Jetzt habe ich einen Marktplatz abgerissen. Na toll. Jetzt müsste das alles ein wenig besser sein. Boah, ich muss jetzt gerade erstmal wieder voll reinkommen. Wo war denn jetzt hier nochmal das Stadtzentrum? Ach, hier. Ich weiß nicht. Hier, alles klar, ich hab's. Ich drehe das Gebäude einfach. Ich löse mein Problem mal auf diese kreative Art und Weise. So, zack. Okay. Okay, alles klar. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen, sagt er. Hector hält sich ihm gegenüber für militärisch weit überlegen. Einfluss minus 10. Egal. I don't care. Immer diese Disser hier, ne? Ja, schlimm. Wo war das Stadtzentrum? Da war das Stadtzentrum. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. So, jetzt ziehen wir erstmal ein paar Straßen. Ich glaube, bei Sascha ist alles klar, wa? Ja, mal kurz eine Mission abschließen hier. Ah. Alles klar. Alles klar. Braucht ihr jetzt auch irgendwas Besonderes? Braucht ihr irgendwie Aktivität? Wie heißt denn das Schiff? Das Schiff heißt Avitus. Wurde endlich in die Abteilung 7, neue Handelsroute. Die brauchen nicht sowas. In dem neuen Hightech-Labor arbeiten. Von. Boah. Ey, ich weiß doch nicht mehr, wie meine scheiß Städte hießen. Jetzt habe ich eine Rainbows Frage. End Carbon. Okay. Carbon. Von Green Acre nach Rainbow's End. Ich glaube, Carbon Green brauche Acre. Ich für meine Tycoon-Angestellten, wa? Damit die weiter aufsteigen können, brauchen die nämlich Mitbestimmung. Ja. Genau, dafür brauchen neue Bevölkerung eingezogen, Iron Gate. Und dafür brauchte ich, glaube ich, Carbon. Das Finanzzentrum. Nee, warum lohnt sich das nicht? Das Bedürfnis Mitbestimmung kann ich doch bauen. Ach, das war das Problem. Ja, ich weiß wieder. Das Gebäude war so riesig. Oh mein Gott. Warum lohnt sich das nicht? Green Acre, sollst du. Egal, ich brauche Glas da drüben. Also. Dann
müsste ich ja 10 Stück von bauen und die kosten mich minus 50 Bilanz. Okay, das geht aber noch. Hier oben wäre auf jeden Fall schon mal eins ganz gut aufgehoben. Da hätte ich schon mal ein paar mit drin. Ach, du bist doch scheiße hier. Bums. Na, beleidige ich mal das Spiel. Echt mal, Sascha. Es kann nichts dafür. Glaubst du? Das stimmt. So. So. Hotelverteidigung. Ich hätte nie gedacht, ich kann jetzt das machen. Das steile Karriere hinlege. Braucht das denn? Okay, genau. Bring das Glas rein. Ach so, ach, das braucht. Stimmt. Ah, ich wollte eine Ölplattform machen. Da war das. Genau. Ah ja, jetzt. Jetzt kommt so langsam wieder, was man alles machen wollte hier. Ja. Ölplattform. Müsste ja eigentlich reichen, wa? So. Baubereich. What? Wie riesig ist das Mistding denn? Ach du Scheiße. Achso, weil das jetzt nicht mit der Straße verbunden ist, funktioniert das nicht, oder wie? Okay, das Alter, ja sicher. Kann ich jetzt. So. Zack. Ja, Getreidekraftwerk. Kriegst auch schon mal viel Spaß, wenn du Milch Bio trinkst. Haben möchtest. Aha. Warum? Das Ding ist ja mal riesig, was man da anbauen muss. Bio Drinks, das brauche ich glaube ich doch schon. Die sind noch nicht erfasst hier, wa? Ne, Funktions. Okay, mal. Dann braucht ihr auch noch eins. Bio Drinks. Das würde genau reichen mit 3 Stück. Ja. Was ist riesig? Was fehlt mir da? Hä? Eisen fehlt mir. Ja, also du musst dafür ja Milch anbauen und so eine Milchplantage, man kann davon. Ah, man kann überall Milch anbauen, ne? Ja, das müsste überall gehen, richtig. Ja. Ja, tatsächlich, die muss ich noch komplett reinkriegen, aber ich glaube, das funktioniert auch. Erst muss ich meine Grundsachen hier wieder ein bisschen. Mein AKW produziert Strom perfekt. Oh ja, 100%. 100%. 100%. Jetzt wüsste ich ja gerne mal, wie viel Uran habe ich noch übrig. Brennstäbe, keine. So, dann kann man Uran an sich auch nicht. Das wird alles nicht so schnell abgebaut hier. 100% Auslastung, 100% Auslastung, 100% Auslastung. Passt schon. Passt schon, passt schon. So. Oh, huch. Jetzt habe ich. Ach, scheiße. Hier unten ist meine. Zu viel. Kann man die Kohleminen eigentlich irgendwie auch verbessern noch? Ne, ich glaube leider nicht. Oh. Also, dass die bei früheren Anlass war es immer so, dass man die dann verbessern konnte und dann konnten sie so unendlich viel Material rausholen. Okay. Hab ich Nein, das passt nicht. Oh shit. Ne, ich habe auch kein Eisen übrig. Also, noch eine Schmelzwelle würde mir nichts bringen, noch ein Schmelzwerk. Hm, aber ich habe jetzt die 11 Eisen, die ich brauche. Dann können wir hier ja noch. Bullshit. Egal. Das Gebäude hinpflanschen, wa? So. Oh, die Obstplantage produziert gerade mit 115%. Ach, 15 jawohl. Sogar. Oh Gott. Dann machen wir erstmal hier weiter. Mit den Tags. Die Obstplantage jetzt mit 115. 133%, ja sicher. Bei dir. Ja, läuft richtig. Frage: Brauchen die Tags auch sowas wie ein Krankenhaus und Feuerwehr? Ja, natürlich. Ja, normal. Normal. Zwar, glaube ich, auch erst auf der dritten Stufe oder sowas, aber irgendwann auf jeden Fall. Okay, dann bauen wir das doch gleich mit. Dann haben wir es hinter uns. Dann können wir das strategisch nämlich ansetzen. So, was brauchst du denn für Funktionsdrinks? Da brauchst du Zucker und Kaffee. Kaffee. Das macht jetzt mehr Sinn. Bis vorhin okay, die Zucker Feuerwehr. Bis hier vorne, bis zu dieser imaginären Linie geht die Feuerwehr. Er braucht Strom. Okay, das würde nicht so gut ausgehen, das auch. Ich könnte natürlich die Straße hier wegnehmen. Aber dann baue ich lieber nach unten. Bauzellen braucht es. So, hier haben wir schon mal Zucker. Ach, das passt irgendwie. Komm. Kaffee, wo kriege ich denn jetzt Kaffee her? Jetzt bist du da ran. Komm, Zonk. Kaffee haben wir hier auf dieser Insel. Boah, was für ein Hin und Her das ist, ey. Mm. Und für Kaffee brauche ich Carbon. Kriege ich Carbon? Für Carbon brauche ich Öl und Kohle. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Nicht wahr?
Das ist die goldene Frage, ne? Ja. Ach komm, da bauen wir mal was. Wo transportiere ich denn jetzt Öl? Da transportiere ich kein Öl, da transportiere ich kein Öl, aber da baue ich schon Öl ab, oder? Öl, Öl. Kann man nicht irgendwie Bäumchen Öl bauen? Bäumchen. Warum baue ich kein Öl ab? Warenlager voll. What? Achso, ich muss auswählen, was für einen Baum ich möchte. Ah, Bullshit. Sehr gut, jetzt wird da Öl hingeliefert. Und. Boing. So, zack, alles klar. Okay. Mal gucken, was ihr später noch so braucht. Das werde ich dann ja sehen. Das kann ich jetzt leider nicht mit berücksichtigen. Du lädst Öl rein und lieferst hier Öl raus. So. Ich finde diese Offshore-Windkrafträder von den Dings echt super. Also ja. Echt nice. Ja, man, voll nice alles. Voll nice. Voll nice. Aber sowas richtig, voll richtig nice. Voll nice. Ey. Krass, alter Lan. Digga, Digga. Gar nicht bescheuert. Da weiß jemand, wer der Babu ist, wa? Oh ja. Ich bin der Chabo. Oh ja. Der Chabo. Oh Mann, ey. Kann mich einer erschießen? Oh, sie? Hier doch nicht. Nein, Gott sei Dank nicht. So, okay, hier brauche ich Carbon. Da brauche ich Rohöl. Bam! So, fick dich, Junge. Assis. Weitere Gebäude stehen zu. Alter, Juhu. Wie. Ach man. Mach die Bauzellen schneller so. Ökobilanzen wieder ein bisschen pushen hier. Oh, ich hab kein Werkzeug mehr. Bam, bam, bam. Ich hab ne Ökobilanz von minus 2. Oh mein Gott. Minus von minus 26. Ey, ich sag gar nicht, wie hoch meine Ökobilanz ist. Du meinst vielleicht wie niedrig. Ja, wie hoch sie ins Minus geht. Wollen wir es mal schön, so aussprechen. Schön formuliert. Genau. Unglaublich schlecht sie gerade ist. Okay, also Lifestyle. Ihr wollt noch mehr Kommunikatoren. So. Du musst das aussehen. Achso. Alten Kraftwerk. Öns. B. So, hier müsste ich jetzt das Trinks. Das habe ich hier richtig Power. Wenn hier jetzt schon Biotrinks hergestellt, oder? Jetzt fehlen mir hier die Werkzeuge für. Ah, Gott. Biotrinks. Jawohl. Auch bei den Tags gibt's neue. Ach, du kannst unter Wasser, macht das unendlich viel Rohstoffe, ne? Ah, jetzt versteh's. Das ist interessant. Energie. Wenn du unter Wasser irgendwas anbaust, macht das unendlich viele Rohstoffe. Ah. Ernsthaft? Das zeigt mir das gerade so an. Nett. Ich jetzt gerade nicht schlecht. Achso, stellt das Bedürfnis nach Aktivitäten. Das klappt. Okay, das müssen wir also sehr zeitnah tun. Und bauen. Irgendwie einpflegen. Keine und Zeit zu plaudern, sagt sie. Keine Zeit zu plaudern. Komm, jetzt will ich erstmal noch wissen, wie groß das Ding ist, was ich da noch bauen muss. Neue Gebäude zum Bau bereit. Das geht aber. Okay, noch einen kleineren Anteils Radius habt ihr dafür nicht. Oh, Sascha fängt an, hier wieder Aktien zu kaufen. Nein, sowas mach ich nicht. Nein, nie. Was sieht denn so aus? Das ist alles nur Tarnung. Lifestyle. Scheiße, ich brauch mir Kommunikatoren. Na, passt noch gerade so rein. Alles gut. So. Was brauche ich denn für Kommunikatoren? Jetzt muss ich mal warten, dass ich wieder Werkzeug kriege. Echos, Kommunikation. Dafür brauche ich Sand, Kohle, Mikrochip-Herstellung. Wie sehen denn eure Tech-Siedlungen aus? Zeigt mal her, wo sind die denn? So solchen Gefahr eingedämmt. Das ist Saschas normale. Das ist Saschas zweite normale. Wo hast du deine Techs angesiedelt, Sascha? Hä? Wo hast du deine Techs angesiedelt? Auf meiner westlichen Insel. Ach so, hier sind deine Techs. Okay.
Was ist denn da für ein geiles Teil? Ölraffinerie. Ja, Text habe ich noch nicht so viel angesiedelt, muss ich gestehen. Stelle, Molkerei. Ach, das ist die Molkerei. Okay, verstehe. Obstgärten. Das sieht bei euch alles immer so hell und freundlich aus, wenn ich dann auf meine Insel gehe. Ja. Weiß Bescheid, Junge. Sieht mehr aus, wie es bei mir aussieht, wenn ich aus dem Fenster gucke. Aber das hier scheint echt zu laufen mit der Atomproduktion. Geil, geil. Schön, schön, schön. So, das... Was? So. Oh, jetzt habe ich schon wieder erweiterte Baumöglichkeiten. Geht das wieder los? Ernsthaft? Oh Gott, er steigt auf. Ist das schlimm für ihn? Ja, total. Ja. Ich komme ja jetzt gerade schon wieder nicht hinterher. Warte mal, wie viel Carbon habe ich hier jetzt? Habe ich hier schon genug Carbon? Sieht gut aus mit den Waren. Dich ein Carbon. Da habe ich Carbon. Wow, ein Carbon. Läuft. Ja, nee, nicht ganz. So, reicht das jetzt endlich, um das letzte öffentliche Informationszentrum bauen zu können bei den Tycoons? Ja. Nee. Doch, nein, warum nicht? Ist so. Scheiße. Ums. So, läuft. Steht, meine ich. Aktivität? Ein Forschungslabor brauche ich jetzt. Was? Aber das ist ein Forschungslabor. Ah, da. 10 Carbon? Was? Okay. Statussymbole. Fug. Ich komme ja so schon nicht hinterher mit der Carbonherstellung. Wie soll ich denn da 10 auf Vorrat produzieren? Handelsroute von da nach da. Sicherheitszaun dient der Verschönerung der Siedlung. Nein, nicht von Iron Gate zu Iron Gate. Dödel. Ach, wieso? Ist doch effektiv, Junge. So. Da kann man bestimmt geile Sachen mitmachen. Kannst du so eine Siedlung bauen, in der du Stromtrassen hast und so. Wovon redest du gerade? Ich hab dir nicht zugehört. Ziergebäude. Ich glaub, du hast einen schlechten. Ach so. Ich hab dann gerade gelacht. Wovon redet kann ihr? Kein... Warum kann ich denn kein Öl ab? Ja? Christoph, du weißt, dass du da noch eine Insel hast, auf der du absolut gar nichts gemacht hast, oder? Ja, das habe ich. Ich habe mir die nur gesichert. Schon mal. Ach so. Gleich. Ich bin gerade eher am gucken, warum kann ich den jetzt einfach mal ganz dreist hier die Anteile abkaufen, sodass ihm die Insel plötzlich nicht mehr gehört. Ja. So, alle Tycoon-Häuser. Warum kann ich kein Öl einladen? Sehr schön. Kann man so Öl gar nicht einladen oder was? Wieso? Das erst raffinerieren? Ich habe eine Ölplattform, die möchte ich jetzt natürlich, ne? Du musst die Ölplattform mit deinem Kontor verbinden. Das habe ich bis vor 10 Minuten auch nicht gemacht gehabt. Und da meckert er rum, dass das war. Was war eine Aqua-Rail-Verbindung? Ja, genau. Das hatte ich bis vor 10 Minuten auch nicht gemacht. Da hat er erstmal rumgemeckert bei mir. Christoph, du hast ja auch eine Rieseninsel. Aber jetzt wird es mir eigentlich angezeigt. Also, Ingenieur Ryan droht mit einem Aufstand, wenn sie nicht folgende Forderung erfüllen. Okay. Christoph, was geht denn bei dir ab? Hast du ein bisschen Siedlungsbau betrieben? Ich? Ja. Bisschen. Ja, witzig sieht das hier bei euch aus. Wait, what? So, hier habe ich noch gar nichts gemacht. Was wollte ich denn hier eigentlich abbauen? Hier musste ich irgendwas für meine Getränke abbauen, auf jeden Fall. Ich 25 glaube, das Glas. Gemüse. Willst du mich verarschen? Das habe ich nicht. Gucken wir mal, was braucht ihr denn als nächstes? Ihr braucht Gurumbeben. Ich habe so viel Material von allem. Oh, ich habe jetzt nicht mehr genug Glas. Nein. Ah, Trüffel, deshalb brauchte ich die andere Insel. Okay. Produziert Hummer. Ponk, setzen wir mal hin. So, Hummerzucht hat begonnen. Kann ja schon mal Hummer farmen. Scheiße, jetzt habe ich... Oh, das ist ja jetzt aber Bullshit. Warum könnte ich mal noch so ein... Entsäuerungsstation gebrauchen hier. Ja sicher, und davon muss ich gleich 2 oder 3 Stück bauen. Oh! Das ist aber uncool jetzt. Ja, wie kriegst du das ich Öl von deiner Ölplattform einfach warten. Von deiner Insel? Von der Ölplattform zum Warendepot hin und dann per Handelsroute. Weil bei mir zeigt der Öl nicht an. Doch, musst du unter diesem Tech-Ding gucken, also Tech-Waren. Tech-Waren? Ganz rechts. Ach, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Unter Warenstufe 2.
Ach, oh, ja, wie soll man darauf kommen? Ganz einfach. Mal abbauen. Nein, nicht ganz einfach. Doch, 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 oh. Ganz, ganz einfach. Dann kann ich hier nämlich was, das, ach, Hafenbehörde. Was kann, nee, bringst du gerade, du bringst gerade Glas her, oder? Sag mir, dass du gerade Glas herbringst. Ölraffinerie, ja. Warum hast du denn nur ein Glas hergebracht? Muss ich bei der Entsäuerungsstation jetzt irgendwas effektiv sinkt, wenn sich Einflussbereiche des gleichen Typs überschneiden? Achso, es geht um den. Okay, deshalb hat er das. Braucht mehr Bauzellen. Da-da-da-dum. Bauzellen? Habe ich 130 von. Was? Für Glas hast du? Hallo? Seuchengefahr? Glas habe ich jetzt gerade 29, okay. Ich habe 136 Glas, also. Bitte. Ja, ich verschiffe gerade ordentlich Glas. Dann. Mal ganz kurz, ich habe Seuchengefahr. Warum? Ich habe alle Gebäude sind von einem Krankenhaus umfasst. Ja, das ist... Ja, dann tritt das gleich los, das Krankenhaus, und dann ist alles wieder super. Ja. Okay, alles klar. So, was willst du jetzt von mir? Errichten Sie folgendes Gebäude, erhalten Sie diesen Zustand für die nächsten 4 Minuten 40. Welchen Zustand? Was genau, Sascha... Zustand. Hey! Was genau für ein Zustand Sascha jetzt 4 Minuten aufrechterhalten muss, könnt ihr in seiner Folge sehen, denn meine Folge ist vorbei. Ich bedanke mich bei euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Seuchengefahr eingedämmt. Na, siehst du, wunderbar. Damit hat sich die Seuchengefahr sogar auch erledigt. Und dann geht es jetzt aus Saschas Sicht weiter. Ich bedanke mich bei euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.